Servus miteinander. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, wo der Unterschied zwischen Menschen- und Bürgerrechten liegt. Wichtig ist zunächst einmal zu wissen, dass es Grundrechte gibt. Die Grundrechte sind im Artikel 1 bis 19 des deutschen Grundgesetzes festgelegt und niedergeschrieben. Es sind eine ganze Menge an Grundrechten. Hier einfach mal nur exemplarisch. Es gibt zum Beispiel den Schutz der Menschenwürde und die Freiheit der Person. Aber das sind eben jetzt nur Beispiele, es gibt wirklich mehrere. Wir befinden uns jetzt hier also auf Ebene der Grundrechte. Wichtig ist das einfach zu verstehen, es gibt diese Grundrechte und die können wir jetzt eben einteilen in Menschen auf der einen Seite und Bürgerrechte auf der anderen Seite. Und das wollen wir jetzt entsprechend uns anschauen, wie hier eben die Unterscheidung zu treffen ist. Zunächst einmal haben wir eben Menschenrechte. Und das sind eben alle die Rechte bzw. alle die Grundrechte, die für alle Menschen gelten und eben nicht nur für die Bürger des Staates. Also Menschenrechte wirklich für alle Menschen. Ein Beispiel, das wir hier haben, ist aus dem Artikel 2 des Grundgesetzes, der Absatz 2. Und zwar ist hier zu lesen, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ja, jeder ist hier fett geschrieben, weil das einfach ein ganz klarer Indikator ist. Es handelt sich hier um ein Menschenrecht, weil es wirklich für jeden entsprechend gilt. Es gibt nun aber eben auch Bürgerrechte. Das heißt, manche der Grundrechte sind Bürgerrechte. Und hier ist es eben so, dass die für alle Bürger gelten. Nicht für alle Menschen, sondern für alle Bürger. Als Beispiel haben wir hier aus dem Grundgesetz Artikel 12 Absatz 1 und hier können wir dann eben lesen, alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Dieses Recht gilt also nur für die Bürger des Staates, aber nicht für alle Menschen. Wir können also alle Grundrechte aufteilen danach, ob sie für alle Menschen oder für alle Bürger eben gelten. Wir wollen das jetzt nicht für alle Grundrechte, die es gibt, tun. Das soll gar nicht der Gegenstand dieses Videos sein, sondern hier soll es vor allem um die Unterscheidung gehen. Aber wir wollen uns natürlich trotzdem jetzt einfach noch ein paar Beispiele anschauen für Menschen- und Bürgerrechte. Menschenrecht ist zum Beispiel in Deutschland auch noch die Gleichheit vor dem Gesetz. Außerdem das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, auch das ist ein Menschenrecht. Auch der Schutz der Ehe und Familie oder das Brief- und Postgeheimnis. Das ist also nicht davon abhängig, ob ich ein deutscher Staatsbürger bin oder nicht. Auch das Petitionsrecht, die Unverletzlichkeit der Wohnung oder die Gewährleistung des Eigentums sind Menschenrechte, stehen also allen Menschen zu und nicht nur den Bürgern. Dann wollen wir uns mal noch ein paar Beispiele für Bürgerrechte anschauen. Also Rechte, also Grundrechte, die für die Deutschen gelten. Das ist die Freizügigkeit oder, wie wir hier eben auch schon gesehen haben, die freie Berufswahl. Außerdem der Zugang zu öffentlichen Ämtern. Auch der ist also an die deutsche Staatsbürgerschaft gekoppelt. Die Staatsangehörigkeit und die Privilegien, die eben damit einhergehen. Dann eine Vereinigungsfreiheit, also zum Beispiel Vereine zu gründen. Oder die Versammlungsfreiheit. Oder auch das Wahlrecht. Und das Wahlrecht ist doch jetzt ein schönes Beispiel, um zu sehen, warum diese Unterteilung natürlich absolut Sinn ergibt. Es ist natürlich einfach so, dass nur die Staatsbürger eines Staates wählen dürfen. Ansonsten wäre es natürlich schwierig, wenn alle Menschen das Recht hätten, in Deutschland zu wählen. Dann könnte jemand in drei unterschiedlichen Ländern an den politischen Wahlen teilnehmen und das wäre ja irgendwie ungünstig. Dann haben wir ja wirklich schon wieder einiges gelernt. Wir merken uns, es gibt in Deutschland eben Grundrechte. Die finden wir vor allem im Grundgesetz im Artikel 1 bis 19. Und diese Grundrechte können wir nämlich unterteilen dann in Menschen- und Bürgerrechte. Menschenrechte, die gelten eben für alle Menschen und die Bürgerrechte für alle Deutschen.
Ein Beispiel für ein Menschenrecht wäre zum Beispiel das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ein Bürgerrecht dagegen ist zum Beispiel das Wahlrecht.